Willkommen zurück in unserer schönen, kleinen, beschaulichen Welt hier in Equilinox, beziehungsweise in unserem neuen Biom, was ja so bevölkert wird von sehr interessanten Tieren, wenn ich das mal so sagen darf. Ich sag nur cyanfarbene Hühnchen, wir haben hier irgendwelche lila Schafe, ganz klar, braucht man. Dann haben wir natürlich hier diese schönen, das ist sogar die normale Baumfarbe von dem Baum hier. Und da hatten wir auch irgendwas eingestellt. Dann, wir sollten bald auch goldfarbene Sparrows haben. Darauf warte ich auch noch. Und, was macht die Duck? Die Duck ist hier unten und da geht es auch halbwegs gut. Ist auch schön. Genau, Bäume sind auch, kommen auch so langsam. Das heißt, wir können auch bald, ja, einen Biberdamm eigentlich anfangen. Zunächst mal würde ich hier aber doch, glaube ich, gerne einen Bienenstock errichten. So ein bisschen mehr am Rand. Ja, wobei, hier gefällt es denen irgendwie besonders gut. Keine Ahnung warum. So, und dann schauen wir mal. Ich hoffe, dass die jetzt nicht zu angriffslustig sind. Wir können ja da vielleicht ein bisschen... Ja, das hat geklappt. So, Selective Breed. Und dann Honey Production können wir hochstellen. Aber wir können nicht... Schade, ich dachte, wir können irgendwie die Angriffslustigkeit wie bei den Kamelen ändern. Geht aber scheinbar nicht. Machen wir mal plus 50% Honig. Produktion. Und da machen die natürlich auch irgendwie... Pink ist immer so teuer. Wir haben gar kein Geld mehr. Toll. Okay, dann halt nicht. Mist. Brauchen wieder Geld. Wir haben auch wenig gespult in letzter Zeit. Durchs Spulen bekommt natürlich auch mal schnell Geld. So, das sollte reichen. Moment. Krieg ich dich? Ja, da habe ich die. Stimmt, wir haben mittlerweile auch irgendwie einen langsamen Modus. Aber ich weiß gar nicht, wie ich den aktiviere, ehrlich gesagt. Um extra so Vögel und so zu sehen. So ein schöner Slow-Mo-Effekt. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich den bekomme. Und wo ist die? Ah, da sind die Bienen. Okay. Ah, da ist der Bienenstock. Okay. Das heißt, wir selecten mal die hier. Hat schon eine schöne hohe Honey-Production. Und dann gehen wir hier auf Rot. Hoffen wir mal, dass jetzt hier bald rote Bienen kommen. Na gut. Ich weiß nicht, können wir jetzt ein... Alter, wir haben echt kein Geld mehr. Heilige. Also müssen wir wieder ein bisschen spulen. So, hatten wir schon länger nicht mehr, aber... Ja, es wird wieder... Es ist wieder an der Zeit, denn wir brauchen mehr Geld. Aber wir sehen ja schon mal hier, es ist eigentlich gut bevölkert. Und es sieht auch sehr witzig aus, wie die sich hier diese zyanfarbenen Hühnchen rumtummeln. Das ist schon wirklich krass. Ah, schaut mal, da kommt unser Birkenbaum. Jawohl. Der Birkenbaum. Das sieht doch auch schön aus. Kann man nichts sagen. So, was machen die Sparrows eigentlich? Da haben wir noch was. Aber das ist, glaube ich, der, genau, das ist der, den wir schon hatten. Da sind aber seine Nachfahren, die dann hoffentlich... Ach, guck mal, da ist der goldene Sparrow. Hier. Wie sehen wir den am besten? Hier. So. Wie kann ich in diesen Slow-Mo-Effekt gehen? Vielleicht sehen wir das in den Controls irgendwo. Ah ja, okay, genau. Die Leertaste war es. So, jetzt haben wir nämlich diesen super Slow-Mo-Effekt, der schon ziemlich episch aussieht, gerade mit so Vögeln. Schaut euch das an. Sehr schön. Da sehen wir auch sehr schön, wie er hier sehr golden aussieht. So soll es sein. Es gab noch irgendeine krassere Farbe, aber die konnten wir uns leider nicht leisten. Und da fliegt gerade einer los. Ja, es sieht schon episch aus, muss man schon sagen. Aber es ist ganz cool, dass wir jetzt diesen Slow-Mo-Effekt haben. Gut, nicht alles sieht episch aus. Aber halt so hier die Biene zum Beispiel. Ja, hier die Hühnchen. Die sind eher langweilig eigentlich im Slow-Mo-Effekt. Aber die Vögel sehen krass aus. Schauen wir mal drüben vorbei. Na gut, hier sind keine Vögel. Aber hier... Da. Ach ja, sehr schön. Stimmt, Schmetterlinge können wir auch dort drüben platzieren, glaube ich. Den soll es doch da eigentlich auch ganz gut gehen. Schauen wir mal. Insekten, ja. Grassland, jawohl, das ist sogar ihr Favoritenbiom. Ja, sofort rein damit. Hier, Grassland kannst du haben. Haben natürlich erstmal diese... Ist kein Wurm, ist eine Raupe, ne? Genau. So, können wir hier irgendwas machen eigentlich? Disease Resist und Size. Ne, da machen wir, glaube ich, nichts. Das können wir erstmal so lassen. Ja.
Aber jetzt mittlerweile, anfangs war unser Biom nicht so bevölkert. Jetzt muss man auch sagen, ist ja echt schon richtig bevölkert eigentlich. Ich schätze mal, es liegt auch daran, dass wir halt hier überall die Edibility hochgestellt haben. Und dadurch können wir halt auch deutlich mehr Tiere tatsächlich auf kleinerem Raum halten. Und dementsprechend eigentlich auch mehr Geld bekommen. Ja. Da ist auch schon der erste Schmetterling, das ist auch schön. Die Enten sind ja auf dem Dümpel. Und ah, hier hätte ich gern. Ah ne, das sind ja die Bäume. Dann haben wir hier. Ja, Birkenbäume hätte ich eigentlich gern noch mehr. Das überzeugt mich jetzt, diese beiden Birkenbäume überzeugen mich jetzt noch nicht hundertprozentig. Aber ich glaube, wir können trotzdem schon mal einen Biber bauen. Vielleicht mehr so on dry land, okay. Mehr so hier in die Richtung, dann können die so einen Baum hier abhacken. So. Können wir hier irgendwas machen? Speed, Disease, Resist. Nee, das lassen wir erstmal. Also das mit dem Miniaturbiom war ich tatsächlich so ein bisschen aufgegeben. Ja, wie gesagt, war mir einfach zu teuer. Aber dennoch, muss ich sagen, bin ich eigentlich recht zufrieden, so wie das Biom hier aktuell aussieht. Es ist definitiv nicht das Standardbiom von nebenan, sondern schon etwas exklusiver. Ja, ganz klar. Das exklusive Biom. Stell euch mal vor, die Evolution hätte tatsächlich uns zyanfarbene Hühnchen beschert. Ich meine, gibt eigentlich keinen Grund, das jetzt hier auszuschließen oder so, ne? Also von dem her. Ja, ist die Frage, können wir froh sein, dass es das nicht gibt? Und was spricht dagegen? Vermutlich Tarnung, ne? Also ich meine, so können die sich halt jetzt nicht so super tarnen. Oder wahrscheinlich ist es auch zu schwierig, so nur die müssen ja diesen. Also wenn die wirklich Zyanfarben wären, dann müssten die wahrscheinlich diesen Farbstoff irgendwie generieren und das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Deswegen, ja. Sind die wahrscheinlich einfach nur weiß oder braun. Langweilige Hühnchen. Unsere Hühnchen sind cooler. Hier haben wir Kesha gefunden. Sehr gut. Macht die eigentlich noch Musik? Ich weiß es nicht. Okay, so, was haben wir hier noch? Was haben wir noch? Hä? Die beiden Schmetterlinge gerade im Akkord, habt ihr das gesehen? Moment. Warten wir noch kurz. Jetzt hier, die fliegen auch gleichzeitig wieder los. Schaut euch das an. Perfekt synchron. Wunderschön. Wunderschön. Und jetzt? Treffen sie sich gleich noch. Kollision in der Luft, das wär's jetzt noch. Aber jetzt gehen sie andere Routen, so wie es aussieht. Schade, aber es war ja echt mal perfekt synchron. Sehr, sehr witzig. Also der Biber, was macht der? Ich sehe noch nicht, dass sie irgendeinen Damm angefangen hätte, ehrlich gesagt. Aber vielleicht muss er erst noch wachsen und dann kann er seinen Damm errichten. Das kann natürlich schon sein. Hallo, Biber? Nein, ich nenne ihn jetzt nicht Justin. Das hatten wir schon mal gemacht. Aber jetzt. Einmal ist genug für den Witz, ne? Ja, ja. Das mache ich jetzt nicht nochmal. Der Witz ist schon schlecht genug. Da muss man ihn nicht nochmal wiederholen. Ganz klar. Habe mich gerade gewundert, warum die Biber hier keine Augen haben. Da fällt mir auf, irgendwie hat ja gar kein Tier Augen, oder? Naja. Die sind ja auch tatsächlich nur Vertex-koloriert, glaube ich, ne? Also wenn wir uns das mal anschauen. Ich meine, das passt ja natürlich zu Low-Poly, aber ist schon interessant. Also, wir haben hier nicht irgendwie eine Textur draufgelegt, sondern tatsächlich einfach nur die einzelnen Vertices im Endeffekt gefärbt. Eher unüblich, aber bei so einem Spiel natürlich okay. Das heißt, ja, man ist einfach hingegangen, hat hier die Schnabel-Vertices gelb gefärbt, dann hier so ein bisschen grün und dann da so ein komisches Braun. Ja. Macht natürlich dann auch das Farbe ändern einfacher, weil wenn man eine Textur hätte, wäre das deutlich komplizierter nochmal. Eigentlich interessant, weil es halt dennoch gut aussieht, ne? Ich glaube, es liegt aber auch an der Beleuchtung. Ich schätze mal, dass hier diese Vertices alle dieselbe Farbe haben, aber dadurch, dass halt die Beleuchtung so gemacht ist, sieht es halt nochmal viel besser aus. Also es sieht eigentlich nach mehr Farbe aus, als es ist.
Ah, gut, vielleicht nicht wirklich, aber... So, okay, da hat er einen Baum niedergemacht. Damit kann er sich wahrscheinlich 5 Dämme bauen, so viel Holz wieder rumliegt. Ja, schon interessant, dass man tatsächlich halt wirklich nur mit Vertex-Farben und das sogar nur mit hier wenig Vertices... Oh, man kann durch den Baum schauen. So viel hinbekommen kann, tatsächlich. Dass es dennoch so interessant aussieht. Schon nicht schlecht. Ich meine, es ist nicht das... Oh, was heißt farbenfroh? Es ist halt schon... Manchmal sieht, dass es Vertex koloriert ist, aber es stört nicht. Es passt zum Effekt eigentlich ganz gut dazu. So, naja. Muss man ja auch mal feststellen. Man muss ja immer so ein bisschen analysieren, wie das überhaupt alles gemacht ist, ne? Ist ja auch wichtig. So, irgendwie die Bienen, da haben wir auch noch nicht so richtig viel Glück, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit den Farben. Hat man einfach zu wenig Geld ganz am Anfang und danach nochmal das Ganze komplett umzustellen, ist halt ziemlich schwierig. Aber die Golden Sparrows sind jetzt auch nicht so mega auffällig, muss ich sagen. Aber gut, man nimmt, was man kriegen kann, ne? So, ein Bär habe ich mir tatsächlich überlegt, weil wir ja auch Honig hier haben. Ist auch Miet, das heißt, wenn uns irgendein Tier hier umkippt, können wir auch, kann er sich ein bisschen daran genüsslich zeigen. So, deswegen, wir stellen einfach mal einen Bär hier irgendwo hin. Haben wir da ein bisschen Geld für? Eigentlich nicht. Denn zumindest die Farbe wäre natürlich eigentlich schön. Aber wir haben ja keine wirklich spannenden Farben. Wir könnten weiße Bären machen. Das wäre eigentlich eher eine Idee fürs Eisbiom da oben, aber ich glaube, dass sie da oben nicht überlebensfähig sind. Ja, Suitable Biome 0, also geht leider nicht. Und dann weiß ich nicht, wollen wir hier Eisbären? Hm, vielleicht nicht unbedingt. Lassen wir den erstmal ganz normal, so wie er ist. So. Schnappt sich auch gleich hier ein bisschen Honig, das ist doch gut. So, und dann mag der auch noch so Früchtebüsche. Schauen wir mal, können wir die hier reinpflanzen? Forest Woodland, nein. Der glaube ich auch nicht. Blueberry Bush. Grassland, okay. Blueberry Bush geht. So, okay, können wir eigentlich. Doch, wir können die Edibility hochstellen. Machen wir doch gleich mal. Ein bisschen viel. Das muss reichen. So, sehr, sehr schön. Das Biom wird doch so langsam. Und auch, gut, das ist vielleicht nicht unbedingt ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr anders. Lasst es mich mal so ausdrücken. Ja. So, der Bär wird auch von den Bienen ein bisschen gepiesackt, wie man hier sehr gut sieht. Aber dem macht das nicht. Ich glaube, der hat da so eine Resistenz gegen, mehr oder weniger. Das ist dem so egal. Der weiß, was gut ist, und zwar der Honig. Jawohl. Ah, guck mal, da hat er auch schon Nachkommen. Wunderbar. Und der Biberdamm ist auch schon recht weit. Oh, es fehlt sogar nur noch 2 von diesem Build Progress. Ich weiß nicht, was das gemessen wird. Kommt auch schon einer. Ein Biber. Hergedackelt, hergewackelt, so. Das wurde gerade weniger, aber jetzt haben wir 300 von 300. Ah, das wird mit der Zeit weniger und die müssen den immer wieder reparieren, ich verstehe. Okay. Ich meine, das ist ein bisschen schade, weil ich meine, das ist jetzt kein wirklicher Damm, so in dem Sinn, das ist halt eigentlich nur so ein Holzhaufen, ne? Aber einen Damm zu implementieren wäre, glaube ich, viel zu schwierig gewesen. Also, dass wir wirklich hier so einen richtigen... Damm bauen, keine Ahnung. Es gibt auch gar keine Flüsse, es gibt ja nur Seen. Also ist ein Damm eigentlich eh nicht so wirklich sinnvoll. Naja. So, ich bin mir am Überlegen, nochmal hier so ein bisschen was anderes zu machen. Tatsächlich habe ich mich an dem Biom da hinten so ein bisschen satt gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben so ungefähr das erreicht, was ich erreichen wollte, aber jetzt... Wir haben auch nicht gar nicht so viel Geld, jetzt hier großartig noch neue Experimente zu machen, leider. Ah, rote Schafe. Da können wir mal vorbeischauen. Ah, guck mal, hat geklappt. Gut, die sind etwas zu pink für meinen Geschmack. Also ganz pilzscharf wird es nicht, aber... ja, roter kriegen wir es nicht, ne?
Nein, es ist schon das Roteste von Rot, was man durch Rothaftigkeit roten kann. Dadurch, ja, gut. Aber so ein bisschen, man sieht vielleicht die Intention. Ich weiß es nicht, ob man es überhaupt sieht. Ja, es ist zu hell. Sorry, aber es ist zu hell, das Rot. Brauche ein dunkleres, saftigeres, oder was heißt saftig? Ein dunkleres Rot. So, Punkt. Das bräuchten wir. Aber das haben wir nicht. Ja, irgendwie, ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, ich bin eine Person, die gerne Dinge, ja, so testet und vor allem freischaltet eigentlich. Ich brauche immer so einen Progress und deswegen bin ich hier so ein kleines bisschen, ja, ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, was ich noch alles machen will, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, der Cooperlin wird jetzt sagen, boah, aber jetzt geht's doch eigentlich erst los, aber ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie ist für mich doch so langsam der große Reiz zumindest weg. Ich glaube, ich würde, wenn, dann eher eine neue Welt anfangen. Wobei auch da weiß ich nicht so recht. Würde ich jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt jetzt machen. Und auch nicht unbedingt jetzt hier als neue, als neues Let's Play oder so. Also, ich glaube tatsächlich, dass dies die letzte Folge, oder die letzte Woche Equinox wird. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ihr nochmal irgendwelche Ideen habt, was man noch zusätzlich machen kann, dann könnt ihr gerne schreiben. Dann werde ich sicherlich, also es wird vermutlich schon irgendwann nochmal eine Folge geben, aber so in näherer Zukunft wird es wahrscheinlich erst so eine kleine Pause geben. Ja. Also ich glaube, das kann ich schon ankündigen, weil wie gesagt, für mich ist gerade so ein bisschen, ich merke, ich bin so ein bisschen, vielleicht kommt es auch gerade rüber. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Ideenlos vielleicht einfach. Ja, mir fehlt gerade so ein bisschen der Anreiz, der Ansporn, der große. Ich meine, es werden ja sicher auch nochmal neue Spezies hinzugefügt, deswegen, es wird sicherlich nochmal weitere Folgen geben. So, wer weiß, vielleicht in 3 Wochen oder so, ja, wenn wieder ordentlich neuer Content drin ist oder so, dann werden wir sicherlich nochmal ein bisschen weitermachen. Aber wie gesagt, ich bin jemand, ich schalte gerne frei, aber jetzt hier, weiß ich nicht, fehlt mir gerade irgendwie der große Anreiz, ich weiß auch nicht. Was ich aber noch machen wollte, vor langer Zeit noch, wir wollten ja mal so eine Bananenplantage bauen. Und ich glaube, das würde ich jetzt gerne hier nochmal umsetzen. So, das war eine richtig ordentliche Bananenplantage, damit wir hier nämlich schön, also zunächst mal müssen wir natürlich den Urwald holzen oder am besten roden, um dann für die schönen westlichen Länder hier Bananenstauden anzubauen, weil die alle ihre blöden Bananen essen wollen. So, das machen wir jetzt also. Das heißt, wir müssen erstmal unser Tropical Biom wieder ein bisschen weiter ausbauen. Was natürlich auch nicht günstig ist, ne? Vielleicht mit dieser Tropical Flower. So, ich achte jetzt gerade gar nicht so genau drauf, was die alles bräuchten oder so. Ich mache einfach nur so ein bisschen hin. In der Hoffnung, dass sich das Biom ausbreitet. Und dann kann man jetzt hier die Bananenplantagen suchen. Da sind sie schon. Und ja, ich hoffe, dass das Biom hier besser wird mit der Zeit. So, genau, die haben es gerne recht hoch, glaube ich. Genau, da unten geht's nicht. So, da haben wir doch jetzt schon einiges gepflanzt. Weil ich glaube, es gab hier so einen Task, so einen Repeatable Task, der hier ganz ordentlich Geld gibt. Moment, wir können es mal suchen. Banana Farmer, genau hier. So, 250 Bananen für 30.000 DP. Weiß nicht, ob das sich jetzt so sehr lohnt. Wir können ja mal schauen. Wir können ja vielleicht mal gucken, was hier so das Beste ist, sag ich mal, was den meisten Reward bringt. Okay, uns fehlen ja die essen zu wenig Trout. Ich weiß gar nicht, wo die Pikes drin sind. Hier, aber hier fühlen sich vielleicht die Trouts nicht wohl, ich weiß es nicht. Ja, das ist nicht so ihr Biom. Schauen wir mal hier hinten. Ne, hier hinten nicht. Hier. Hier sind alle Fische ausgestorben, oder was? Toll. Das ist ein lustiges Geräusch, wenn man die reinsetzt. Finde ich schön. Gut, dann machen wir halt wieder so ein bisschen was rein, ne? Pike. So, ein Stück. So.
Das muss mal wieder reichen. So, ich wollte mal schauen, genau, die Aufträge. Hungry Fish. Butterfly Hunter. Da müssen wahrscheinlich genau die Frösche, ja. Bananas, also es gibt schon ordentlich DP tatsächlich. Honig jetzt nicht so viel. Wild Boar Potato. Okay. Da lohnt sich das ja schon mehr, ne? Diese Wild Boar mit den Potatoes. Und hier, Animals Hit. generell, was ist eigentlich mit unseren Kamelen? Das Kamel hier ist irgendwie bisschen komisch. Weil es nicht so orange ist. Wir brauchen ja die schönen orangenen Kamele. So, die Trump-Kamele nämlich. So, die wahrscheinlich auch alle hier schön. Oh ja, Anger 182%. Das haben wir echt gut hinbekommen mit den Kamelen. Es müsste ja also eigentlich auch hier relativ... Ja, ich glaube, das Spitting-Image geht recht gut hoch. Oh, und es gibt auch wirklich ordentlich. Also das ist tatsächlich, glaube ich, ein ziemlich guter Award für uns. Ich glaube, da kriegen wir einiges durch. Ansonsten tatsächlich eigentlich hier diese Bananen, die sind ja ganz gut. Und dann diese Wild Boars, die hier Potatoes essen. Potatoes hatten wir, glaube ich, hier oben. Aber hier haben wir, glaube ich, kein Wild Boar. Aber können wir vielleicht mal... Ich weiß immer noch nicht, was da der Unterschied ist zwischen Warthog und Wild Boar. Aber wir können es ja mal testen. So. Okay, da oben haben die schon mal nichts, was die mögen. Was mögen die denn? Huch. Mal schauen. Stones und den Cedar Tree. Die haben aber sehr, sehr interessante Vorlieben. Wir können ja einfach mal ein paar Steine platzieren. Dann sollte es denen doch hier halbwegs gut gehen. Oh, aber die haben ja kein suitable Biome irgendwie. Hier geht's denen gut. Hier sind vielleicht nicht so viele. Doch, da sind Kartoffelpflanzen. Hm, ja. Ich glaube, wenn, dann würde ich tatsächlich hier das Bananengedöns noch ein bisschen weiter ausbauen. Das ist eigentlich ganz witzig. Die Bananenplantage. Oh, wir haben einen interessanten Pagodenbaum. Aber welcher? Ach, der hier. In der Tat interessant. Ich hatte das Gefühl, dass der hier manchmal Farben hat, die es so nicht gibt. Ja, genau. Also die Mutationen geben wirklich Dinge, die es ansonsten gar nicht gibt im Spiel. Das ist schon interessant. Die Mutationen. So. Ja. Gut. Bald ist, glaube ich, auch schon wieder Schluss für diese Folge. Ja, müssen wir uns überlegen, was wir in der nächsten Folge noch machen, ne? Aber jetzt haben wir da hinten dieses schöne, schicke Biom da. Wir haben jetzt hier unsere Bananenplantage. Ich meine, wir können natürlich die Bananenplantage ausbauen und einfach hier alles voll mit Bananen bauen. Und dann schauen wir, wie viel Geld wir dadurch bekommen. Wäre schon interessant. Ob das jetzt das Spannendste ist, weiß ich auch nicht. Aber mir fällt gerade auch nichts Besseres ein. Von dem her, warum machen wir nicht einfach das? So, hier ist irgendwie ein bisschen wenig, wenig Tiere. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da würde ich, glaube ich, gerne noch mal ein bisschen was hinsetzen. Mit Token, warum nicht? So. Damit hier nur noch ein bisschen was rumläuft. Weil unten läuft einiges rum, aber hier oben ist irgendwie ein bisschen tote Hose. Wir haben hier so viele, was ist das überhaupt? Mangos. Und niemand isst die ganzen Mangos. Das ist ein bisschen traurig hier. Weil die irgendwie nicht nach oben kommen, warum auch immer. Naja. Die Pflanze sieht witzig aus, aber ich glaube, die ist ganz normal, ne? Die Tropical Flower. Na gut, wir können auch uns tatsächlich gerade keine weiteren Farbexperimente leisten. Wir haben tatsächlich zu wenig Geld. Wer weiß, wenn wir die ganzen Bananenplantagen hier haben, vielleicht kriegen wir dann mehr. Wir werden sehen. Ja, okay. Ja, ich glaube, das möchte ich entsprechend eben in die nächste Folge verschieben. Dann war es das erstmal für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und jo, bis zum nächsten Part und ciao.